Danke möchte ich noch kurz aussprechen, und zwar allen unseren Leserinnen, Leser, Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, weil sie haben wieder einmal Windy Afternoon wörtlich genommen und mitgeholfen haben, glaube ich, zum Verständnis von dieser eigentlich nicht ganz einfachen Literatur, unsere Moderatorinnen und Moderatoren, allen herzlichen Dank, bravo, grosses Kompliment, danke vielmals. Für eure Unterstützung, für euren Besuch, für eure Sympathie-Kundgebung. Die Reiseleiterin Hanna Baumann, die führt uns jetzt zum Abschluss an die wunderbaren, tollsten Traumstrände von Rio de Janeiro. Darf ich dir das Mikrofon? Also, hallo. Jetzt zu guter Letzt kommt noch das Bleibeste Rio. Es ist komponiert worden von Klaes Wald, niederländischer Komponist. Und Las Playas de Rio ist auf Spanisch und bedeutet die Strände von Rio. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, Rio ist doch Brasilien Portugiesisch. Ja, ich weiß auch nicht genau, wieso der Titel jetzt auf Spanisch ist, aber ja, ist nicht so wichtig. Ja, es hat drei Sätze und die sind benannt jeweils nach berühmten Stränden, die es halt in Rio gibt. Der erste heisst Trocadero Playa, der zweite ist Ipanema Playa und der dritte ist Copacabana Playa, da kennen wir alle. Ja, die Strände würden wir, glaube ich, mit recht vielen so Sachen in Verbindung setzen. Also zum Beispiel ja, schöne Frauen, brasilianisches Lebensgefühl, Freiheit, und ich hoffe, wir können das jetzt auch ein bisschen in den Saal bringen, bevor sie wieder rausgehen in die grusige Kälte. Ja, vamos a la playa.